In diesem Video möchte ich Ihnen vorstellen, wie man verschiedene Arrays mit NumPy kleiner, größer macht und vor allem, wie man einzelne Elemente oder ganze Zeilen und Spalten einfügt oder wieder auch herauslöscht. Dafür haben wir verschiedene Funktionen in NumPy. Und als allererstes habe ich mir hier so ein kleines Code vorbereitet bereits, wo ich einfach das NumPy erstmal importiere und mir danach ein Array definiere, der besteht aus zwei Zeilen, 1, 2, 3 und die zweite Zeile 4, 5, 6. Und hier drucke ich sie einfach nur aus, um mich zu vergewissern, wie Sie bereits wissen, am besten guckt man sich das genau an, um mich zu vergewissern, dass eben das Array genauso aussieht, wie es aussehen soll. Und ja, tut er. Wie kann ich jetzt verschiedene Elemente oder Zeilen und Spalten wieder einfügen? Die erste Möglichkeit ist mit dem sogenannten Append. Dafür, damit es auch ein bisschen ordentlicher bleibt hier, weil wir mehrere Beispiele heute machen werden, werde ich einfach dazu schreiben, was ich benutze. Und zwar nehmen wir Append, so wie es normalerweise ist. Append sollte eigentlich klar sein, aber es bedeutet hinzufügen auf Englisch. Und zwar normalerweise im Sinne von am Ende hinzuzufügen. Also nicht irgendwie inserieren mittendrin, sondern Append bedeutet irgendwas am Ende hinzufügen. Und das ist tatsächlich auch, was er auch macht. Wir werden jetzt Folgendes hier versuchen. NP, Append, das ist eine Funktion, keine Methode, es ist eine Funktion von NumPy. Und dort muss ich hier einige Parameter übergeben. Erstens das Array, womit ich erstmal anfange. Und wenn ich hier dann und dann natürlich mindestens eben das neue Array oder die neuen Elemente, die ich da hinzufügen möchte. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier 10, 20, 30 nehme, natürlich mit Kommas dazwischen, und das Ganze drucke ich jetzt aus. Was passiert dann? Es passiert etwas sehr Merkwürdiges und das ist einer der Gründe, warum ich dieses Video überhaupt gedreht habe. Wenn man nicht sagt, wohin genau diese neuen Elemente eingefügt werden sollen, als Zeile, als Spalte, irgendwo mittendrin und so weiter, dann macht Python etwas sehr, also NumPy, macht etwas sehr Merkwürdiges. Er macht erstmal das Array komplett flach, das nennt man Verflachung. Das bedeutet, es wird eindimensional und danach fügt er eben die neuen Elemente am Ende hinzu. Und das ist eben das Ergebnis, wobei A an sich nicht verändert ist. Also A ist nur ein Parameter dieser Funktion, als Parameter übergeben worden. A hat sich nicht verändert, deswegen drucken wir auch das Ergebnis von dieser Funktion Append hier aus. Um das zu verhindern, habe ich natürlich mehrere Möglichkeiten. Ich kopiere mir jetzt erstmal das hier, weil es ja fast genau das gleiche ist. Aber diesmal werde ich dann sagen, auch an welcher Stelle. Und zwar gibt es dafür einen Parameter, der nennt sich Axis. Und Axis gleich 0 bedeutet eine neue Zeile. Axis gleich 1 bedeutet eine neue Spalte. Also wenn ich jetzt 10, 20, 30 als eine neue Zeile einfüge, sprich Axis ist gleich 0. Hier schreiben wir es auch nochmal neue Zeile, damit es klar ist. So, wenn wir das jetzt hier kompilieren, dann ist das Ergebnis erstmal ein Fehler. Und das ist auch der zweite Grund wahrscheinlich, warum ich das Video gedreht habe, dass es mit diesen Dimensionen in NumPy etwas kompliziert ist. Wer sich mit MATLAB auskennt, für den wird diese Dimensionen und die Probleme damit verbunden irgendwie bekannt vorkommen. Gleichzeitig ist es hier noch ein bisschen verschärft. Was haben wir jetzt falsch gemacht? Nun ja, eine komplette Zeile gibt man leider nicht so in NumPy, sondern man muss es in nochmal zusätzliche Klammern setzen, wie zum Beispiel hier so. Das bedeutet tatsächlich, dass er braucht beide Matrizen mit den gleichen Dimensionen. Das heißt, diese 3 muss stimmen und einmal muss es einmal 3 sein, einmal ist es 2 mal 3, also 2 Zeilen mal 3 Spalten und eine Zeile mal 3 Spalten. Wenn davon eins nur eindimensional ist, damit kommt er nicht zurecht. Das heißt, ich muss ihm explizit sagen, dass das bereits eine zweidimensionale Matrix ist, aber die hat eben nur eine Zeile.
Wenn ich das jetzt hier ausführe, dann funktioniert alles einwandfrei. Und ich habe es geschafft, tatsächlich diese Zeile als dritte Zeile in diese Matrix einzufügen. Ich kann natürlich auch als neue Spalte irgendetwas eingeben. Hier gilt prinzipiell das Umgekehrte. Und zwar, dass ich die Axis natürlich gleich 1 machen muss. Und die komplette Spalte sieht jetzt natürlich ein bisschen anders aus. Und wenn ich das jetzt einfach so ausführen würde, würde es natürlich überhaupt nicht funktionieren. Das muss ich genauso wie davor, muss ich jetzt die Dimensionen anpassen. Das bedeutet, ich brauche diese doppelte eckige Klammer auf jeden Fall, um diese zwei Dimensionen überhaupt zu erzeugen. Jetzt brauche ich aber eine Spalte, eine neue Spalte. Und die Spalten bis jetzt waren genau 2 lang. Also das heißt, ich habe ja 2 Zeilen, deswegen hast du auch die Spalte, hat genau 2 Elemente. Das bedeutet, ich brauche jetzt hier irgendwie sowas Verrücktes, indem ich 10 und 20 dazu nehme, und zwar als untereinander. Wenn ich das jetzt ausführe, funktioniert es nicht, weil ich eine Klammer zu viel habe. Aber jetzt hat es funktioniert. Also eine neue Spalte muss eben genauso aussehen wie von der Art der Dimensionen. Und zwar muss ich genau 2 Dimensionen haben, wie die ursprüngliche Matrix. Und dann kann ich eben diese 10 und 20 dazu nehmen. Das ist auf den ersten Blick verwirrend. Es bleibt verwirrend, das kann ich Ihnen versprechen. Der Trick ist dabei, sich nicht verunsichern zu lassen und sich zu merken, da war was mit den Dimensionen. Ich muss immer die gleiche Anzahl von Dimensionen haben, damit ich 2 Arrays sozusagen irgendwie ineinander basteln kann. Und dann muss ich ein bisschen mit den Klammern und mit den Kommas so lange rumexperimentieren, bis es eben klappt. Was natürlich auch einfacher ist, ist sich diese zweite Matrix, die man letztendlich nutzt, mehr eine zweite Matrix, die man dann dazu tut, die kann man sich auch erstmal ausdrucken lassen, um sich zu vergewissern, wie sieht sie eigentlich aus. Und wenn man sieht bereits, dass sie irgendwie genau umgekehrt aussieht, dann weiß man, okay, das muss ich jetzt erstmal so hinkriegen, dass beide wirklich gleich aussehen, sodass, wenn ich sie nebeneinander halten würde, dann würden sie genau gleich aussehen, dann würden sie auch perfekt zueinander passen. Wenn man sieht, die sind schon bereits irgendwie verkehrt und gedreht, dann wird es sowieso nicht passen. Das ist jedenfalls so mein Trick, den ich benutze, wenn ich etwas verwirrt bin wieder mit den ganzen eckigen Klammern und Kommas. Dann gibt es die Funktion Insert. Insert ist eigentlich genau das gleiche wie Append, aber sie benutzt, Moment, ich kann nicht gleichzeitig programmieren und reden, das haben wir in einem früheren Video bereits auch gesehen. Ich kopiere mir das jetzt erstmal so, wie es hier war zum Beispiel. Und statt Append nutze ich diesmal Insert. Wenn ich das jetzt ausführen würde, dann sagt der Fehler. Okay, was ich natürlich vergessen habe, ist, dass eine andere Funktion hat höchstwahrscheinlich auch andere Parameter, die sie erwartet. Und der Unterschied zwischen Append und Insert ist, wie ich am Anfang so bereits angedeutet habe, Append tut es immer am Ende hin und Insert kann ich das auch irgendwo mittendrin, entweder am Anfang, am Ende oder mittendrin einfügen. Und er erwartet jetzt von mir als zweites Parameter oder eben Parameterindex, wo ich es hintun möchte. Nehmen wir doch mal an, dass ich diese Zeile zwischen den ersten 2 mache. Das würde bedeuten, er braucht von mir den Index, vor dem er die neue Zeile oder das neue Element einfügen soll. In diesem Fall habe ich nur 2 Zeilen, 0 und 1. Das heißt, wenn ich hier eine 1 schreibe, dann wird er genau zwischen 0 und 1 die reinsetzen. Schauen wir mal an, was hier passiert. Und jetzt sieht man, okay, da sind die 10, 20 und 30 sind bereits da. Allerdings hat er jetzt nicht zwischen den 2 Zeilen gemacht, sondern zwischen dem 0. und dem 1. Elementen. Es gilt genau die gleiche Regel wie bei Append. Wenn ich nicht sage, welche Zeile, welche Dimension das ist, dann macht er es eben erstmal verflachen und dann fügt er erst die Elemente hinzu. Und das ist, was passiert ist. Er hat es zuerst verflacht, danach hat er natürlich nicht mehr Zeilen, sondern nur einzelne Elemente. Es ist nur eindimensional. Und jetzt hat er die 10, 20, 30 zwischen dem 1. und dem 2. Elementen reingebatscht. Um das zu verhindern, oder eben vielleicht will man es ja auch genauso haben, manchmal aber auch nicht, manchmal will man eine ganz normale Zeile haben,
dann muss Axis gleich 0 wieder sein. Und dafür ganz am Ende, also ist eigentlich egal, kann ich Axis gleich 0 wieder schreiben, genau wie davor wir es hatten. Und jetzt hat das tatsächlich die 10, 20, 30 stecken jetzt zwischen den zwei Zeilen. So, genau das gleiche ist es natürlich mit den Spalten. Das zeige ich jetzt hier im Video nicht, weil es ein bisschen langweilig ist. Es ist genau das, die gleiche Diskussion mit den Dimensionen und wie das alles auszusehen hat, wie bei Append. Ich habe allerdings offline auch eine Python-Datei vorbereitet mit allen diesen Beispielen und auch mit ein paar Kommentaren, für die wir natürlich jetzt hier keine Zeit haben, sie zu schreiben, die alle diese Beispiele auch vorführt und auch ein bisschen erklärt. Das können Sie sich sozusagen offline nochmal angucken. So, die letzte Funktion, die ich in diesem Video nochmal vorstellen möchte, ist die Funktion Delete oder eben Löschen. Das ist auch eine sehr praktische Sache. Und zwar werden wir jetzt, eigentlich funktioniert sie sehr, sehr ähnlich. Wir versuchen das jetzt mal. Erstmal Delete. Und dann natürlich füge ich ja nichts mehr hinzu. Das heißt, die neuen Elemente kommen jetzt nicht mehr in Frage. Aber ich muss dann der Delete-Funktion sagen, was ich denn löschen sollte. Wie zum Beispiel von A, wenn ich jetzt einfach 1 löschen würde, dann raten Sie mal, was passieren würde. Er verflacht das Ganze und dann löscht er mir das zweite Element. Genau wie erwartet, genau wie Append, genau wie Insert. Wenn die Dimension nicht angegeben ist, verflacht er das Ganze und danach guckt er sich die Elemente an, welches er machen soll. Das ist, muss ich sagen, gewöhnungsbedürftig. MATLAB macht das auch ein bisschen anders. Er behält die Dimension, aber das ist jetzt eine andere Diskussion. Wenn ich Delete auf eine bestimmte Zeile anwenden möchte, also eine komplette Zeile löschen möchte zum Beispiel, dann muss ich wieder mit Axis arbeiten. Und zwar, wenn ich Axis gleich 0 eingebe, dann ist jetzt der Sinn von dieser 1 hier, ist nicht mehr das zweite Element, sondern die zweite Zeile. Also die nullte Zeile wäre die erste und die Nummer 1 wäre ja die zweite Zeile. Das heißt, wenn ich das jetzt ausführe, dann löscht er mir die zweite Zeile. Die war ja 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt löscht er mir die zweite Zeile und ich bleibe nur noch mit einer Zeile. Aber Sie sehen, er hat die Dimensionen hier beibehalten. Das heißt, es ist immer noch eine zweidimensionale Matrix, die besteht eben nur aus einer Zeile. Genau das Gleiche kann ich jetzt natürlich mit der Spalte machen. Mit Löschen geht das ein bisschen einfacher, weil man an diesen Dimensionen zwischen den zwei Matrizen nicht achten muss. So, das sind wirklich sehr praktische Funktionen, Append, Insert und Delete. Man kann sich eigentlich nur mit Insert und Delete kann man auch auskommen. Insert finde ich allerdings ein bisschen schwieriger wegen dem Index, den man auch noch dazugeben muss, wo es genau hingehört. Deswegen wäre es schon eine gute Idee, wenn Sie alle drei Funktionen beherrschen würden. Aber letztendlich kann man auch mit Insert und Delete leben. Und sie sind wirklich sehr, sehr praktische Funktionen, weil man sehr oft in welchen Berechnungen Zeilen rein und raus nimmt, irgendetwas herauslöscht, irgendetwas kopiert und dann verkleinert und so weiter. Deswegen haben wir auch dieses Video jetzt gemacht. Dankeschön.